Kleidung macht nicht so viel aus, es geht eigentlich mehr um die Ausstrahlung. Auf alle Fälle sich vorher duschen, das wäre nie verkehrt. Weil manche sind ja gestylt und dann fehlt es an so manchen Ecken und Enden. Eine steht auf Lingerie, das ist der meist vorkommende, dass Männer schöne Lingerie sehen an Frauen. Zweite ist ein kurzer Ruck, da muss man ein bisschen die schöne Lingerie sehen. Fazit also, höre nicht auf die beste Freundin in Sachen Outfit, denn eine Frau, die sich selbst sexy fühlt, ist immer anziehend. Mal sehen, ob Mr. Blue Eyes mich heute ein bisschen mehr beachtet. Soll ich den Hut aufsetzen? Ich glaube, er steht auf Hüte. Ups, mal wieder viel zu spät. Was soll's, diese Britney Spears Headwear kann doch eh keiner mehr sehen. Wie exhibitionistisch wohl Gloria veranlagt ist. Bei mir wäre es mal sehr reizvoll, tatsächlich endlich mal wieder Sex im Bett zu machen. Habe ich überall schon gehabt. Habe ich keinerlei Wunschvorstellungen mehr. Ich habe es schon gemacht auf dem Strand. Das gefällt mir, dass die Sonne schön scheint, das Meer, das Wasser. Ja, ja. Der Sand, das kann ein bisschen peinlich sein, aber ich finde das geil. Männern ist es doch sowieso egal, wann und wo. Zeitweise auch mit wem. Hauptsache, sie kommen zum Schuss. Aufregende Plätze gerne, aber dann doch bitte mit Stil, meine Herren. Wie sehen eigentlich meine Haare aus? Vielleicht wird ja auch bei dem Größenwahn der Mangel an Unzulänglichkeiten kompensiert. Kann ich absolut nicht nachvollziehen. Ich habe weder ein großes Auto noch ein großes Haus. Ja, mehr sage ich dazu jetzt aber nicht. Haus, Autos, diese Männer haben mich noch nicht kennengelernt. Wahre Größe. Here I am. Im Übrigen sind Männer selbst schuld, wenn sie mal wieder warten müssen, bis Frau eingeparkt hat. Wer verkauft uns denn seit Jahren 10 für 30 cm Übergröße? Meine Güte, das scheint mir hier ein lauschiges Plätzchen für frisch verliebte 65er zu sein. So lange kann ich jetzt nicht warten. Ich suche mir lieber einen Minifahrer oder noch besser einen Mann mit VW Käfer.